Und wir müssen nichts machen, weil wir nicht oder? Nicht bekommen. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, ja. Das muss ich sagen. Ich freue mich einerseits riesig, weil es das schönste Kino ist und weil es auch unsere Teampremiere ist. Ja. Also ganz viele von uns, von den Leuten, die den Film gemacht haben, sehen ihn auch heute zum ersten Mal und das ist mit der Grund, warum ich wirklich nervös bin. Ich hoffe so sehr, dass die Leute, denen er sich verdankt, nicht enttäuscht sind davon. Weil er ja doch sehr viel kürzer geworden ist, 84 Minuten statt geplanten und auch gedrehten 144. Wir haben sehr viel weggelassen am Schluss noch, also im Verlauf des Schnitts, aber ich hoffe, sie mögen ihn. Ja. Filme zu finanzieren ist a priori schwer, aber dann gibt es ein tolles Drehbuch und dann gibt es engagierte Menschen dahinter und dann kommt so eine Kugel ins Rollen und mit Euphorie kann man diese Kugel vorantreiben. Also in dem Fall ist die Kugel schon halb gebacken daherkommen. Der Klausi hat ja relativ viel vorinvestiert. Das Projekt, glaube ich, hat jetzt über 5 Jahre gedauert. Und die letzten 2 Jahre sind wir sozusagen an Bord gegangen, haben das mit ihm geschnitten, haben das mit ihm sozusagen fertiggestellt und jetzt auch in die Auswertung gebracht halt. Ne? Also insofern ist es schon ein halbgeborenes Kind gewesen, aber es war ein absoluter Experiment und ich freue mich einfach, dass es sozusagen so erfolgreich, also dass der erste Film von Klausi so erfolgreich startet und jetzt hier Premiere hat. Du warst heute schon den ganzen Tag nervös, hast du gesagt, was machst du gegen die Nervosität? Also ich hatte ein sehr gutes Rezept, buchstäblich ein Kochrezept, ihr Buchteln gebacken ja. Fürs ganze Team. Wir haben uns vorher in der Firma getroffen und da gibt es eine Küche mit einem Backrohr und da habe ich einfach gebacken und das beruhigt einen und, ja. Und dann gemeinsam gegessen. Ja. Nur jetzt, gerade knapp davor, bin ich wirklich schon wieder. Merke ich schon, ja. Ich kann jetzt unterfreuen. Ich bin super. Ich gehe gerade noch auf. Ich bin gerade noch. Schönen guten Abend. Also ich habe eine Riesenfreude. Wirklich. Es ist das schönste Kino und es ist die Biennale und es ist unsere Teampremiere. Das heißt, der Großteil der Menschen, die diesen Film gemacht haben, sehen ihn heute zum ersten Mal. Also einen guten Abend.